Hi Leute, hier ist der MatzeGen mit einem neuen Ring Report. Viele Ringe sind wieder gedroppt, es geht jetzt alles ein bisschen schneller mit den vier Monks und ich starte direkt mit dem Identifizieren der Ringe und drückt mir den Daumen, vielleicht ist ja diesmal ein guter Ring dabei. Ich brauche nämlich auch einen guten Ring, weil ich endlich mal meinen Ring ersetzen will. Ich habe nämlich einen relativ schlechten Hellfire-Ring. Und der soll ausrangiert werden, weil ich doch lieber ohne Hellfire-Ring spielen werde. Kostet einfach so viel Zeit und so viele Versuche, dass man einen guten Hellfire-Ring bekommt und deswegen werde ich den einfach ausrangieren. Lieber mehr Damage. So. Auch nichts. Fängt er schon mal wieder gut an. Was haben wir hier Schönes? Auch nichts dabei. Oh Mann, sind hier alle schlecht. Always. Life on Hit über 300 auf dem Ring. Ich glaube, es ist nicht wert. So, was haben wir hier? 4 Crit. Aber die restlichen Stats sind eher crap. 2 Stats wieder nur und ein gelber Ring. Oh Mann. No. No. Also Ringe ist nicht so meine Glückssache. No. Komm schon. Hier muss doch mal ein guter Ring dabei sein. Das kann doch nicht sein. So ein Pech kann man doch gar nicht haben. Sind übrigens natürlich alle selbst gefunden. Also nicht, dass ihr denkt, ja, der Matze, der lässt sich hier Ringe von anderen Spielern geben. Habe ich ja alle selbst gefunden. Und wie man sehen kann, ich finde nur Scheiße. Hier ist einer mit 20 Magic Find. Den können wir ein bisschen verkaufen. Für, weiß ich, 200-300k. Auch nichts. No. Nö. Und wieder nichts. Die letzte Reihe noch. Da ist ja nicht mal einer ansatzweise bei, der sich lohnt, nachzugucken, ob wir den ins Auktionshaus stellen können. Nein. Ja. 5 Attack Speed. Kasse. Auch nichts. Nö. Und wieder nichts. Auch nicht. Und jetzt der letzte noch. Nice. 60 mal Super Crap. Also, das ist meine neue Bestleistung. Ich glaube, so viel Scheißringe hatte ich noch nie gefunden in meinem Ring Report. Oder identifiziert. Weil hier ist ja wirklich ansatzweise gar nichts dabei, was sich verkaufen lässt. Hier haben wir einen mit Wit. Stärke 4,5 Crit, damit ich aber. Also, wir können gerne mal nachgucken, aber ich glaube, nicht mehr der ist wirklich viel wert. Und der Rest ist wirklich nur pure Scheiße. Da ist ja nicht mal wirklich, da ist ja nicht mal einer dabei, der 25 Gold Pfund hat oder 24% Gold Pfund. Dafür würde man ja wenigstens noch 200-300k bekommen, aber. Nö. Na gut, dann ab damit. Schön alles beim Händler verkaufen, der freut sich. So. Jetzt gucken wir noch schnell im Auktionshaus nach, wofür wir die beiden Crap-Ringe verkaufen können. Den hier zum Beispiel mit Magic Find. 500k ist hier einer. Ach, ich weiß nicht, hier, komm. Kriegst für 250k, dann ist das Ding schneller weg, als wir gucken können. Und dann haben wir hier noch so ein Ding. Ach komm schon, er doch zu spinnen. Als ob das Ding hier 2,5 Millionen wert hat. Senken wir mal ein bisschen die Werte und dann sieht das schon anders aus. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Und den machen wir auch für 250k rein. Okay. Auch drin.
Ja, der Aufwand hat sich mal gar nicht gelohnt und ich hoffe, wir haben mehr Glück bei dem nächsten 60 Ringen oder bei den nächsten 60 Amuletten. Ich hoffe immer, dass ich ein gutes Amulett kriege, weil die sind teilweise da doch, glaube sogar ein bisschen mehr wert als Ringe, sind einfach selten, da man findet nicht so viele. Ich wünsche euch natürlich trotzdem weiterhin viel Glück bei euren Ringen und Amuletten und natürlich auch bei den anderen Gegenständen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen hoch, vergesst mich nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal, euer Matze Jim.